hast du dann den Automaten und da schmeißt du sie alle rein, dann drückst du Start und dann zieht er die einmal durch. Ne? Dann kannst du nebenbei, kannst du dir die Fußnägel lackieren oder so. Also Gerstenstaub, das ist ja auch so eine Sache, die willst du eigentlich gar nicht, ne? Hier liegt noch so ein Stein. Der war da vielleicht auch mit bei. Schön ein bisschen Ballett machen hier. Oh nein! Hups, da ist was runtergefallen. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Der nächste Ladewagentermin steht an. Leider beißt er sich so ein bisschen mit meinen gedanklichen Durchterminen, aber ja, irgendwie kriegen wir das auch hin und ich glaube, auch Gäste abfahren kann mein Vati auch machen, ne? Für mich ein paar Stunden. Das sollte kein Thema sein. Der Plan ist, ein Betrieb, wo normalerweise gehäckselt wird und Ladewagen fahren wir parallel, so die weiten Ecken sind wir auch schon letztes Jahr, ich glaube, dreimal gewesen. Da soll das komplett mit Ladewagen eingesammelt werden. Wir machen das zusammen mit dem Pöttinger und dafür muss das natürlich vorbereitet werden. Wir werden Messer schleifen. Die zwei Sätze sind wieder ausgebraucht. Ich hatte beim letzten Mal auch nur einen Satz geschliffen, sozusagen zwei Stück. Ich habe ja jetzt einmal von der einen Seite, einmal gedreht. Die sehen zwar gut aus, aber müssen wir uns nichts vormachen. Die kriegen eben immer wieder alleine neue Chance. Es sind hier auch so Messer da, das sieht nicht mehr so gut aus. Hier kannst du dich wieder dran schneiden, ne? Keine Frage, da ist mit gefahren worden. Dann werden die auch getauscht, ne? So, dann geht es weiter. Hier weggerollt meine Federn. Ich habe 10 Federn bestellt, weil ich hatte ja gar keine Federn. Und zwar diese hier nicht. Ich lege mich hier mal für euch voll ins Zeug. So, und zwar diese Federn hatte ich nicht. Und wie wir sehen, ach, da oben ist ja auch hingucken. Wie wir sehen, passen die Federn auch, ne? Weil ich hatte keine. Und das geht ja nicht. Das ist ein wichtiges Ersatzteil. Deswegen habe ich da mal 10 Stück von gekauft. Die sehen jetzt alle nicht so schlecht aus. Also nicht so aus, dass man die braucht. Aber ich weiß aus Erfahrung, irgendwann brauchst du die. Und wenn du schon mal welche hast, dann brauchst du die garantiert nämlich erstmal nicht. So. Und dann habe ich ja irgendwo hier eine Federnbox. Meinte ich, dachte ich. Naja, da kommen die auf jeden Fall rein. Und dann haben wir die auf jeden Fall schon mal dabei. Dafür ist ja extra dieses Werkzeug hier, was ich immer zum Saubermachen nehme. Das ist angeblich irgendwie, um die Federn da ein- und auszuhaken. Ne? Habe ich noch nie ausprobiert. Der Tag wird irgendwann kommen und dann werden wir sehen, wie es funktioniert. Ne? Hier ist ja unser schönes Manometer von Firma Vika und das hat mir ja schon einen Einsatz gut geholfen und ich hatte ja handgranatenmäßig den Splint hier drinne genommen, den Versteller sozusagen, zack, weggezogen und dann habe ich ihn weggeschmissen. War jetzt nicht richtig, ne? Und hier der liebe Alexander von Firma Vika hat mir ja sicherheitshalber
ein adäquates Ersatzteil geschickt, ne? Er gesagt hat hier, nee, das geht nicht. Da kommt der Dreck rein, das darf nicht. Das Teil muss da schon hin. So, jetzt muss ich aber irgendwie die... Ich baue das hier mal vom Brief ab. Ja, könnt ihr das sehen? Da oben ist eine Rille und da auf der Seite nicht. Muss man sich vorstellen wie so eine kleine Drainage. So, hier oben steht Close drauf und hier hinten steht Open drauf. Wenn du jetzt den hier reinschnüdelst und machst den auf Close, dann ist die Rinne nach oben und dann kann keine Flüssigkeit austreten. Wenn ich den dann hier auf Open mache, was ich machen sollte, dann ist die unten, diese Drainage sozusagen aktiv und dann kann da der Luftausgleich stattfinden, ne? Wärmetechnisch hier und so ist es ja mehr oder weniger Flüssigkeit und hast du nicht gesehen. Beziehungsweise Flüssigkeit ist und bleibt dieselbe, aber der Aggregatzustand wird mehr oder weniger, ne? Ja, dann haben wir das auch drinne. Richtig, richtig cool. Das auf Open, dann sind wir da online. Vielen, vielen Dank für den Hinweis und für das tolle Ersatzteil, was ich ja weggeschnippt habe. In Müll, versteht sich. Mikroplastik, kein Spaß. Wir sehen, die neue Gelenkwelle ist natürlich zu lang, aber das ist ja nicht schlimm. Zu lang ist immer gut, können wir uns abschneiden. Ne? Wir sehen auch zwei verschiedene Farben. War auch die Aussage, du, ich habe das gekauft. Das konnte man so, habe ich hin und her definiert, in zwei Einzelteilen war das irgendwie billiger. Ja, mein Gott. Da sieht man mal, das sind dann verschiedene Chargen oder in verschiedenen Werken hergestellt. Ne? Ich würde ja fast behaupten, verschiedene Chargen. Das eine ist dann eben ein bisschen älter, vielleicht Lagerware und das andere vielleicht ein bisschen neuer oder wie auch immer. Aber das ist uns ja total egal, wie die Farbe von dem Plastik ist. Ne? Scheißegal. Wir haben hier immer markiert, das ist die Stellung gewesen, als sie ganz zusammengeschoben war. Und dann war das die Stellung, also nicht ganz zusammengeschoben, sondern in dem Sinne, wenn die Knickdeichsel, ne? Das war Knickdeichsel ganz oben, das war Knickdeichsel ganz unten, ne? Also Sonnenweg macht allein die Gelenkwelle in sich, wenn der Ladewagen die Knickdeichsel betätigt, ne? Und dann kommt er noch dazu, du fährst ja noch rauf auf dem Hügel und runter vom Hügel und du fährst noch eine Kurve, obwohl da passiert nicht ganz so viel, ne? Aber egal. Dieses Maß ist ja schon ganz cool. Wir werden das gleich mal nebeneinander legen, dann sehen wir, wie weit die ineinander stecken und dann gucken wir, ob wir uns das hier einfach abgucken und dann Copy and Paste die andere dann auf die gleichen Maße bringen. Ne? Was noch zu sehen ist? Scheiße? Nee, das ist ja irgendwie gewollt. Ich weiß es gar nicht. Schmieren. Hier, das zu schmieren. Ja, irgendwie so eine Nummer. Ne? Hier war da auch so ein Ding drüber irgendwo, meine ich. Abgeschnitten. Das war irgendwie nicht mehr gut, ne? Da und dann ist hier ja auch nochmal in der Mitte eine Führung für das Ganze. Und das ist das, was ganz viel ausmacht. Ne? Wenn ihr das hier seht, hier ist nochmal so eine Führung. Dadurch ist hier nicht wirklich viel Platz. Und hier kann das Ganze so hin und her wackeln. Aber ja, so ist das, wenn es in die Jahre kommt. Wir haben die nachher noch, die funktioniert, die können wir uns weglegen. Dann haben wir immer die Gewähr, dass wir eine Gelenkwelle in der Hinterhand haben, falls es mal Aua gibt. Ne? Wir haben sie jetzt mal auseinandergezogen und jetzt sieht man auch, unser zusammengeschobener Punkt ist hier, wie weit die Gelenkwelle denn in der anderen Gelenkwelle drin steckt. Ne? Das ist schon, sagen wir mal, eine Art Maximum. Wenn auch irgendein Ereignis ist, dann kommt sie ja vielleicht noch ein bisschen weiter zusammen und dann ist ja auch so, dann stößt sie irgendwann hier hinten gegen. Ne? Das wollen wir ja auch nicht. Also die Maße von der Gelenkwelle können wir jetzt auf die Gelenkwelle ohne Bedenken so übertragen. Wir wollen wieder Plastik schneiden. Wir nehmen wieder unsere Plastikschneideflex. Die ist da einfach genial, weil dann gibt es hier kein Verschmelzen und hast du nicht gesehen, ne? Nun sind wir mal gespannt, ob die olle Plastikgeschichte da reinpasst, so wie wir das gebohrt haben, ne? Was ist das da? Nee, noch nicht. Erstmal kontrollieren, aber stimmt. Und mal auf der anderen Seite. Hey, jo. So, nun muss das da ja irgendwie. Wollen wir einen Kunststoffhammer oder kriegst du. Nee, gedrückt kriegst du das auch nicht.
Ich würde 1 mm größer bohren. Nee, das ist 2 mm schon größer. Ich habe das so gebohrt, wie der hier Walderscheidmann die Löcher da auch hatte. Ja, wir müssen irgendwas haben. Ein Kunststoffhammer. Da ist ein bisschen schief. Ich muss dem Hammer mehr zutrauen. Ja, wir müssen vielleicht noch ein bisschen drehen gleich. Dreh mal hier. Es ist noch, es muss jetzt ein bisschen verdreht werden. Wie geht das? Geht ja nicht. Geht nicht? Gibt's ja nicht. Hier ist er gut. Und hier so? Ein paar Schläge auf den Nacken und dann wieder. Ich sehe schon. So. Ja, nun ist er da so drin und da so drin. Mehr willst du ja gar nicht. Mehr willst du auch gar nicht. So, schön ein bisschen einschmieren. Mit Langzeitfett, ne? Und dann gucken wir, dass wir die beiden jetzt aufeinander bringen. Die haben ja ein verschiedenes Muster, ne? Haben sie tatsächlich. Warte mal. Ja, nee, warte. Es muss auch noch, pass auf. Jetzt ist noch darauf zu achten. Ja, pass auf. Jetzt ist noch darauf zu achten. Hier liegt meine Gabel jetzt so. Die muss da drüben auch so. Die müsste gleichmäßig. Verstehst du, was ich sagen möchte? Ja. Deswegen muss ich noch ein bisschen gedreht werden. So. Also meine liegt jetzt. Nö, das ist anders. Ich habe sie 90 Grad gedreht. So, dass das Loch zu sehen ist, Klausi. Ja, genau. So liegt es auf der anderen Seite auch. Gucken wir nochmal. Da ist der Daumen drin. So. Jetzt muss noch passen. Nur in eine Richtung zusammen. Nee. Ich drehe mal erstmal. Da haben wir eine, die passt. So, jetzt wäre sie aber so. Jetzt ist sie hoch. Jetzt ist sie hoch, aber bei Klausin ist sie so, wie du sie am Anfang hattest. Das ist ja witzig. Dann gucken wir nochmal, aber nicht das. Weil das ist ja so ein bisschen vorgegeben. Ich bin immer der Meinung, das muss gleich sein, sozusagen. Es gibt also. Das wäre so. Aber ich glaube, das muss schon so ungleich sein. Ja, dann ist es so. Aber ich. Es war irgendwas. Es gibt nur 2 Möglichkeiten, sie zusammenzustecken. Das ist ja der Vorteil auch noch. Also ungleich. Nee, entgegengesetzt. Ja, okay. Dann ist das entgegengesetzt, richtig. Also es ist. Wir haben da ja nichts geändert. So. Jetzt müssen wir. Müssen wir mal gucken. Muss ja die hier. Ja, die müssen jetzt. Der muss da rein, denn. So. Die ist aber klein. Ja. Aber wir haben hier, kannst du sehen, hier steckte sie so weit drin, ne? Ganz zusammengefahren, so weit. Also das hier war da und dementsprechend war das hier da. Mhm. Und das haben wir 1:1 übernommen und so kommt sie auch wieder zusammen. Ne? Sehr schön. Ist hier eigentlich keine Kette dran? Mhm. Nur hier? Ja, rein theoretisch braucht er ja auch keine Kette dran, weil sie ja hier eine hat und er dreht ja nicht mit. Aber da ist ja noch eine, die kann man abbauen. Die ist an der Maschine dran. Ja, dieses okay, diese ist am Trecker. Ja, und dadurch, dass das ja hier verschränkt ist, passiert da ja nichts. Aber manchmal finde ich das irgendwie ein bisschen geiler. Da müssen wir mal gucken, wenn wir so weiter das haben. Du hast da ja noch eine übrig. Ja, die will ich da ja nicht abmachen. Wenn wir jetzt mit der Gelenkwelle losfahren, dann muss da ja auch eine Kette dran sein. Ach so. Wir bauen erstmal die Gelenkwelle drauf und dann lassen wir mal einen Probelauf. So, He-Man. Das ging aber schnell. Neu, ne? Neu geht immer gut. Ja. So, beladen. Tausender Zapfwelle. Jetzt können wir hier umschalten auf Zapfwelle. Dann können wir hier starten. Keine Geräusche mehr. Bei dem Geld muss es auch geil sein. Jetzt konnte ich pusten. Dann kann ich die Messer so rausnehmen. Ne? Das ist eben der Vorteil, wenn man pusten kann. Ne? Ja. Also. Ups, beim letzten Mal mit Werkzeug. Diesmal von Hand so. Kommen sie alle raus. Ne? Ein paar sind es ja noch.
Ich war nach der Arbeit heute schön bei meinem Nachbarn. Da haben wir ein bisschen am Mähdrescher rumgewerkelt. Ein bisschen staubig. Ja. Bisschen staubig und dreckig bin ich. Da wollen wir an der Front morgen noch ein bisschen weitermachen. Eigentlich sind wir eigentlich soweit gerade vor. Da wollte noch ein Schlosser kommen. Da sollen irgendwie, glaube ich, noch Ketten getauscht werden. Genau. Ich habe da noch so ein, zwei andere Sachen rumzuklüdern und dann ein bisschen die Gespanne zusammenstellen. Und dann wollen wir morgen auch mal Probe dreschen. Na, heute sind hier die ersten in Gange. Eins, zwei, drei, von vieren weiß ich. Fünf sogar. Sechs. Nee, genau. Oh, Mensch, die Statusmeldungen sind ja alle gut, ne? Und einige Sorten sind halt schon soweit. Da kannst du tatsächlich schon rein. Wir werden das morgen auch mal antesten. Das ist ja relativ dicht dran, die eine Fläche. Da kommt man ganz gut hin. Und dann werden wir das ausprobieren, ne? Ob der Drescher läuft, aber der wird ja laufen. Da mache ich mir nicht so die Sorgen. Und ob das Dreschen halt geht, ne? Das ist ja Grundvoraussetzung. Muss ja trocken sein. Wenn der Preis schon im Keller ist, dann muss ja wenigstens die Ware trocken sein, ne? Ja, das ist so die Hauptidee dahinter. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir da irgendwie vielleicht ein paar Halme von der Ähren vom Halm kriegen. So rum, ne? Genau. Und ich muss ja noch, übermorgen habe ich Ladewagenfahren auf dem Zettel. Ich muss noch schleifen. Ich werde mir jetzt hier das Wasser anmachen. Ich habe ja so ein Pöttinger-Gerät mit so einer Topfscheibe. Und dort wird dann ganz klassisch, wo fängt man denn hier an? Das ist alles umgefallen. Warum ist denn das umgefallen? Transportschaden hier. So. Dort wird ganz klassisch, muss ich selber erstmal wieder überlegen, ne? Achso, es muss ja da runter. Ich mach mal den schon beiseite für euch. Hebel hoch. Dann kann das Messer rein. So liegt das denn ja drinne. Hier ist es fixiert, da ist es fixiert. Dann wird es hier gespannt. Ne? Ich würde auch sagen, mit so einem Kniehebelprinzip. Und dann kommt Wasser dazu und dann schleift hier unsere Scheibe auf dem Messer. Ich muss von Hand die Bewegung machen, kann dadurch aber auch echt wenig abnehmen. Es muss auch immer nicht viel weg. Wenn da natürlich irgendeine scheiß Kinke ist, okay. Aber ansonsten muss da auch nicht viel weg. Ist eben der große Vorteil zum Automat. Der Automat gibt immer alles und wir brauchen das ja gar nicht. Ne? Da ist nur ein ganz kleines bisschen, was da geschliffen werden muss. Und dann ist das wieder gut. Dann machen wir das von der anderen Seite mit der Flex einmal gegen, wenn da irgendwelche Unebenheiten sind. Und dann ist das schon gut, ne? Deswegen Minimalprinzip. Da halten die Messer nicht ewig, aber schon ein bisschen länger als mit dem Automaten. Automat ist natürlich geschmeidig. Wenn du jetzt den neuesten Automat von Klaas hat, ne? Also wenn Firma Klaas mal eine Woche lang hier, hätte ich mal gesagt, mal ein Jahr so ein Klaas-Gerät vorführen will, können sie den gerne herstellen. Aber für so Zwerge wie mich ist das, glaube ich, macht Klaas das, glaube ich, nicht. auf jeden Fall, obwohl da würden so viele Menschen zugucken wie noch nie, aber egal. Auf jeden Fall hast du dann den Automaten und da schmeißt du sie alle rein, dann drückst du Start und dann zieht er die einmal durch. Ne? Dann kannst du nebenbei, kannst du dir die Fußnägel lackieren oder so. Also du brauchst ja nicht nebenstehen. Ne? Hier muss ich eben, ich habe hier selber so Spritzschutzgeschichten gebaut. Ne? Das sollte immer noch mal verbessert werden. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, dann ist das eben so, aber ist ja nicht wild. Auf jeden Fall damit kriege ich es sehr gut hin. Ich habe immer sehr gute Ergebnisse und ich habe halt wenig Ware vom Messer abgenommen. Ne? So, das ist so mein Plan dazu. Also, Wasser an. Nee, die Feuerwehr wird sagen, Wassermarsch und los.
weiß ja auch immer keiner. Ist die Batterie hier noch genormt oder ist er schon Feierabend? Oh, es macht Piep. Das sieht gut aus. Gut. Messgerät, auch check. Man muss ja alles prüfen, ne? Alles. Sehr schön. So, Lenksystem haben wir noch aufgebaut. Das muss noch mal einmal, ja, da muss noch mal so eine Probefahrt gemacht werden. Aber da muss man noch ein bisschen Platz dreschen. Das ist immer so ein bisschen so eine Sache. Ansonsten passt das. So, die ersten Meter, ne? Wie immer sehr spannend. Geht das da vorne rein? Kommt das da hinten raus? Was macht das? Auf jeden Fall, wir können mal sehen, es staubt schon mal ein bisschen, ne? Das heißt also, vorne geht schon mal was rein und hinten kommt was raus. Und jetzt hier zum Nervöswerden, die vollen Kornanhänger des Nachbarn. Gerstenstaub, das ist ja auch so eine Sache, die willst du eigentlich gar nicht, ne? Ich glaube, wir müssen mal eine Messung machen. Ne? Ich glaube, dieser Koffer ist einer der bekanntesten Koffer in Deutschland, zumindest im Farmbereich. Ne? Überall, wo du hinguckst, also es gibt ja auch viele andere Messgeräte, aber viele haben diesen Koffer. Ne? Da drinnen unser Messgerät. Ich war beim Mähdrescher, habe eine Probe geholt. Ich hätte auch noch was auf dem Anhänger, aber... Oh, jetzt muss ich das... Ach, das wird noch reichen. Ich will das ja nicht mit den Händen antatschen. Aber ich kann ja noch mal... Man macht ja immer mehrere Proben. So. So, ne? Einmal die Mühle auf. Gerste da rein. Wir haben gerade noch ein bisschen Bratschleife. Ich sage, das muss kürzer. Weil es fiel auch nicht so fröhlich durch die Siebe durch, ne? Einmal mahlen. Geräusch ist gut. Geräusch ist 13,8. Ich habe nicht genug Kraft. Und mit einer Hand ist das natürlich auch alles geil. Leute, Leute, Leute. Keine Kamerafrau da, ne? So, einmal auf Anschlag das Ganze. Einmal drauf. Weizen hat sich erledigt. Wir stellen auf Gerste und sagen messen. Ne? Dann kommt da nochmal HE50. Messen. Ich sagte 13,8. 12,4. Ja, war ein bisschen untereuphorisch von mir. Ne? 12,4 heißt, ich muss los. Den zweiten Anhänger holen. Und dann, ja. Können wir eigentlich dranbleiben an der Sache. Sogenannte Wirtschaftswege, ne? Sind immer wieder fein. Hier, dahinter, können wir jetzt, hier kommt gleich so eine Lücke, können wir sehen. Da verläuft die Hauptverkehrsader, ne? Aber damit die Erntefahrzeuge und so fahren können, wurde diese Straße hier parallel angelegt. Es gab seinerzeit so Probleme. Die Menschen wollten an den Strand und vom Strand wieder nach Hause. Und diese Straße führt genau an die Ostsee. Und die war zu, ne? Das war eine einzige Schlange. Ja. Deshalb gibt es diese Wege. Und deshalb fährt man die auch heute noch, ne? Das ist der erste Anhänger, den ich dabei habe jetzt. Es läuft nicht. Das Einzige, was läuft, ist das Getreide über die Siebe in den Spreuverteiler und wieder weg. Und wir haben keinen Dunst. Warum? Das ist viel schlimmer. Ich kann mich erinnern, als der Mähdrescher mal kam, ist ja ein CX8050. Da hatten wir früher immer Probleme, dass die Motorleistung nicht reichte.
Da konntest du das Ding fahren bis ins Ghetto und irgendwann hat er gequackt, weil die Motorleistung in die Grütze ging. Da hat das richtig Laune gebracht. Aber irgendwie kristallisiert sich immer mehr raus, dass wir zu Anfang beim Gerstedreschen überhaupt nicht in Tritt kommen und wir Verluste produzieren über die Siebe ohne Ende. Dann hatten wir ja die Problematik mit dem hier. Mit dem Motor, mit dem Siebkasten-Hangausgleich. Da haben wir ja letztes Jahr einen neuen eingebaut, was ja alles gut ist. Nun dachten wir, vielleicht ist das wieder nicht mehr gut. Warum auch immer. Dann haben da wieder unsere Stange reingebaut, also den Siebkasten starr gestellt. Und dem Mähdrescher gesagt, du hast keinen Siebkasten-Hangausgleich, sei zufrieden. Aber auch das war nicht die Lösung. Der Siebkasten-Hangausgleich wird wohl arbeiten. Und in dem Moment, wo du die Siebe ganz auf hast und den Wind ganz runter hast und wieder rauf und wieder runter in die Siebe zu und wieder hin und mehr Wind und weniger Wind und Trommeldrehzahl rauf, runter und hin und her und du immer einen roten Bereich auf deiner Anzeige hast und du im Spiegel siehst, dass da hinten einer mit dem Düngerstreuer gerade doppelzentnerweise die Ware hinschmeißt, dann weißt du irgendwann nicht mehr weiter, ne? Das Obersieb konnte man noch in ein oberes Loch stellen. Das haben wir dann auch noch gemacht. So nach dem Motto, wenn der da den Berg raufklettern muss, der ganze Kram, dann bleibt das ja vielleicht irgendwann mal stehen. Es hat nichts gebracht. Und ich weiß nicht, warum. Der Bauer weiß nicht, warum. Oh, Entschuldigung. Und ich weiß nicht, warum. Jetzt haben wir erstmal einen Schlosser angerufen. Der kam mir eben schon entgegen. Ich sage, ich fahre erstmal den Anhänger weg, damit wir mal einen leeren Anhänger haben. Die Mulde habe ich aber auch schon hingestellt. Und dann gucken wir mal, ob da irgendwas von wird. Ich kann es nicht verstehen, warum diese Maschine das nicht mehr möchte. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht kennt ihr einer von euch das. Bei so einem die Holland 5-Schüttler. Das Problem, dass die Siebverluste schwer in den Griff zu kriegen sind. Was wir, glaube ich, zu Anfang eben nicht hatten. So, jetzt ist hier so eine 8. Und dann kommen wir und schlagen wieder auf. Oh, der Maidöscher. Boah, hier du. Er will hier bestimmt rein, ne? Will er hier rein? Er will hier rein. Den dicken Frontlader da dran an den Johnny. Schon geil, ne? So, 4,32. Wir müssen sie jetzt einmal queren. Kommen dann auf den Gutshof. Und können da dann hoffentlich kippen, ne? Parade, du! 9,42 neben dicken Magnum, ne? Junge, die Gosse ist voll! Firma Johansen hat den ganzen Laden voll gekippt da. Folger, mit einem Container hast du das ganze Ding voll gemacht, das ist ja der Wahnsinn. Und die dicke Mulde hinterher. Junge, 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 und der Kleson noch. Mit dem haben wir letztes Jahr zusammen abgefahren, ne? Da war da nicht der 39 vor, sondern da war da der. Wer war da eigentlich vor? Ich glaube der 936, ne? So, wir gehen erstmal bitten rum manövrieren, erzählen heißt das. Bitten hier. Bitten rum erzählen. Hier ist richtig Action. Da steht der schöne Johnny mit dem Quickelader. Total geil, ne? Thiele-Lader. Und hier, die warten alle, du. Geil. Heute ist hier Großkampftag. Wahnsinn. So. Ab auf den großen Hupen. Mit Seitendrift. Ein bisschen sauber kratzen und passt das, ne? Die dicke Mulde und dahinter der kleine Welgerkipper, ne?
unser Türverkäufer Axel. Schreib auf die Tür. Mach den Preis gut, schreib auf. Alle da. Hier ist was los. Jetzt haben sie da, seht ihr jetzt eine Krampemulde? Die darf jetzt dahin kippen, da wird ein neuer Haufen aufgemacht. Es muss jetzt hier mehr Geschwindigkeit kommen. Und jetzt ist der hofeigene Mähdrescher, die haben hier einen 87. Der ist jetzt eben ja auch, den haben wir ja gesehen. Der fährt ja zur nächsten Fläche. Hier kommt hier die nächste Mulde. Auch passend dazu, ne? Und wenn die ne wieder dazu dreschen, der nascht ja auch was weg, ne? Wahnsinn. Gülle fahren beschert auch schöne Spuren. Hurra, hurra, wir sind nicht alleine, ne? Das Problem haben wohl mehrere, dass sie das nicht so richtig in Gange kriegen, weil die Gerste sehr, sehr leicht ist, ne? So, Timmy, du bist mit deiner dicken Bude da bestimmt auch mal in so ein Video. Ah, Big Buddy 97. Musst du haben. Aber es ist nur 57, was stimmt da nicht? Dann noch lieber 800. Dann würde ich am liebsten sagen Mulden Mittwoch, aber wir haben gar keinen Mittwoch. Aber es gibt auch noch andere Anhänger, ne? Er sieht schon fett aus mit der Bereifung, ey. Schon cool. Da wird unser Haufen gleich verarbeitet, ne? Schieb auf, schieb auf. Tag stehen, ne? Kaffee trinken und gucken, was die anderen so machen. Timmy, die kann gut hoch. Meinst du, da kommt mal was gefallen? Junge, 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 Junge. Warum liegt denn da Stroh? Untypisch für unsere Region, aber hier wird auch mal Stroh hingeklüdert, ne? Den habe ich da hingestellt. Mal gucken, ob mein Nachbar den nachher weggesammelt hat, sonst komme ich hier nochmal her und dann sammeln wir den ein. Ne? Hier ist nämlich Feierabend. Ja, so kann das auch mal kommen. Der liegt da mal ein bisschen Stroh. Ne? Und von hinten kommt her. Auf jeden Fall gucken wir mal. Dann haben wir erstmal die Druschfront, zumindest für dieses Video, abgearbeitet. Es soll Regen kommen und nee, stimmt gar nicht. Da muss ich mal gucken. Morgen ist auf jeden Fall erstmal Ladewagenfahren angesagt. Ja. Dann gucken wir mal, wie lange das geht und was wir danach noch machen. Da werden wir auf jeden Fall vielleicht nochmal die Druschfront besuchen. Aber oh, kann gut sein, dann nehmen wir das vielleicht ins nächste Video mit rein oder so. Müssen wir mal gucken. Ich muss auch nochmal meinen Bauer nachher gleich fragen, ob ich noch so einen Notfallanhänger da hinstellen soll für morgen. Ob er da nochmal irgendwie Bedarf hat. Sonst würden wir das irgendwie noch machen. Genau, morgen früh um 7 dann auf der nächsten Baustelle Ladewagen fahren. Da hinten ist unser Zuhause, ne? Übrigens noch ganz wichtige Information. Heute jetzt in dem letzten Abschnitt des Videos bin ich ja Fendt 724 Vario gefahren und Fendt 824 Vario, ne? Einmal mit Krüger Agroliner und hier mit Krampemulde. Mähdrescher war ja auch zu sehen, auch richtig. Wichtige Info, diese Gerätschaften, die gehören mir nicht. Ich bin lediglich derjenige, der das Glück hat und sie fahren darf. Ne? Genau, das wollte ich noch erzählt haben. Die Fragen werden ja definitiv kommen und dann, ja,
beantworten wir die natürlich auch gerne. So, traust dich nicht? Ja, wenn die Straße keinen Mittelstrich hat, dann ist sie auch nicht so breit. Das müsst ihr ja immer sehen. Unser Trecker ist schon mal 3 Meter. Da ist ja schon mal ordentlich was weg von dem Asphalt. Fünf so dicke Silos, ne? Wahnsinn. Aber die Gosse ist heute nicht einmal leer geworden, ey. Wahnsinn. Bei Gerste. Das ist schon krass. Das ist ein Riesending. Normalerweise kippst du da was rein und dann ist das ist weg. Da siehst du nichts mehr von. Aber heute, ne? Und der Haufen hier noch dazu. Schon nicht schlecht. Gesammelt, da ist Kollege. Er hatte die dickeren Schwaden. Ich war dann hier hinten, naja, da sind wir irgendwo angefangen und ich war bis nach da hinten in der Ecke und an der Kante lang, da war er dann nicht ganz so dicke. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ist das ja ganz gut, dann sind wir ja ein bisschen zeitversetzt auf dem Silo, dann ist das ja auch immer mal ganz angenehm. Da muss da der Walzer sich nicht so Gedanken machen. Ne? Hier ist überall schon die ganzen Tridem-Anhänger, die da gestern rumflogen. Krempel, hast du nicht gesehen? Die haben hier gestern geladen. Ja. Weiß gar nicht, aber die Koppel ist gar nicht klein. Allrad aus. Was brauchen wir denn noch? Nichts Besonderes. Wobei? Nö. Früher hätte ich immer gedacht, oh, der Weg ist so ein bisschen, das seht ihr nicht, fällt so ein bisschen nach links ab. Aber der Wagen, den interessiert das nicht. Das ist das Gute. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie viel Ladewagen fahren heute ist, wie lange das dauert. Das kommt ja immer noch an, wie viel da drauf ist. Ne? Dieses ist eine relativ tief. Ich mach doch mal die Achse zu. Irgendwie habe ich Angst. Nicht, dass er hier in den Bäume sitzt nachher. Relativ tiefe Wiesen, da ist natürlich, ja, bisschen grün noch zu sehen. Wenn du auf höhere kommst, dann wird das natürlich dementsprechend schlechter. Ne? Also mal gucken, wie sich das äußert. Die Gerste hier sieht stramm aus. Da gibt es nichts. Haben sie wieder gut hingestellt. Da oben an der Kante, da schimmert noch das Lexikon. 77 Terratrack. Bekannt aus Videos aus dem letzten Jahr. Ne? Da sind wir damit gefahren. Bei der Weizenernte, ne? Ja, genau, bei der Weizenernte. Weizen? Ja, Weizen war das. Nachher war es noch ein bisschen Trilikale, oder war das durchgehend Trilikale? Oha. War das alles Trilikale? Das kann auch alles Trilikale gewesen sein, ne? Weiß ich schon nicht mehr. Naja, der schläft hier auf jeden Fall da oben an der Kante. Ja, da noch sein. Schneidwerksmeister stehen. Das sind aber auch Wagen geworden, ne? Mit Lenkung und hast du nicht gesehen, ey. Wahnsinn. Echter Wahnsinn. Ja, zu erwarten heute 28 Grad. Wir wollen mal gucken, was davon wird. Ja, wir haben den Pötter wieder verpasst, ne? Eine Sache muss ja noch aufgedröselt werden. Ich sagte ja mal, oh Mensch, mit der Bedienung, da hatte ich mich ja so an mein Steuergerät gewöhnt.
was ich beim anderen hier habe, was ich ja bei diesem jetzt hier hätte. Das ist hier natürlich eleganter, ne? Aber jetzt kommt noch eine andere Sache. Müsst ihr mal drauf achten. Hier oben sieht man jetzt schwarz die Pickup nicht, sondern sieht man jetzt schwarz, wie er den Kratzboden bewegt, ne? Und jetzt mache ich die Pickup hoch. Und zwar jetzt. Zack. Jetzt haben wir die Pickup hochgemacht. Was habt ihr gesehen? Der schwarze Balken, der ja zwischen 0 und 100% anzeigen kann. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, hier ist ein bisschen, hier ist ein Loch. Der schwarze Balken, der zwischen 0 und 100%, jetzt machen wir ihn wieder runter, da ist er wieder, Kratzbodengeschwindigkeit anzeigen kann. Ja, der wo wollte ich denn die Geschichte jetzt erzählen? In dem Moment, wo ich die Pickup hochmache, weiß meine Steuerung, ich mache die Pickup hoch. Es kommt keine Ware mehr nach. Dann sagt die Ladeautomatik, Mann, wenn keine Ware nachkommt, brauche ich ja auch den Kratzboden nicht mehr bedienen. Und macht den Kratzboden aus. Wenn ich jetzt mir ein T-Stück da rein bastel und meine, ich mache mir noch eine Zweigstelle auf, damit ich das mit meinem Steuergerät bedienen kann, dann ist das alles schön und toll, dann lässt sich das auch gut bedienen. Aber wenn ich mein Steuergerät bediene, weiß er ja nicht, dass ich nicht mehr lade. Und während ich dann so am Vorgewende meine Bahn ziehe, schiebt der Kratzboden nach hinten und macht mir ja eigentlich ein Loch, was ich ja gar nicht will. Deswegen ist es nicht möglich, das umzubauen. Ne? Dann müsste man mehr Aufwand betreiben und das steht ja nicht in Relation. Also nochmal, ich hebe meine Pickup an, zack, geht mein automatischer Ladevorschub. Befüllautomatik aus. Genau, bei diesem Trecker, der natürlich keine elektrischen Steuergeräte hat, sondern hier alles mechanisch, wäre es ja eh eine Verschlimmerung sozusagen. Ne? Das ist schon ein bisschen angenehmer. Ne? So, letzte Ecke ist weggesammelt. Die ist auch ein bisschen nasser. Ob wir uns über nass Gedanken machen müssen in diesem Jahr bis jetzt, weiß ich nicht. Aber es ist ja Moor. Ne? So, und Moor kann ja immer viel sein. Von daher, weggesammelt ist weggesammelt. Ne? Jetzt arbeiten wir uns hier nach vorne. Sieht die Lage schon ganz gut aus. 8 Uhr sticht die Sonne aber auch schon ganz schön. Ne? Immer weiter, sagt er, immer weiter. Schon was. Oh, ist ein Seitenschwader. Naja. Man kann ja trotzdem schon mal sammeln. Ja, hier sieht man, ne? Ein bisschen hoch, da geht es ein bisschen tiefer, da ist dann ein bisschen geiler. Ne? Ja. Schön der dicke Krone Seitenschwader, ne? Läuft bei ihm. Also Berg schon mal, und ich hatte schon mal so Aua, dass wir ihn nicht nochmal haben. Hier, der ist nicht mehr da, wo er sein sollte, ne? Und beim letzten Mal ist ja schon wieder besser aus, ne? Mein Fingernagel abgesprengt. Machen wir nicht nochmal. Wir lösen da unten, was haben wir denn da, 13? Lösen das einmal kurz. Und dann geht das ja wieder seinen richtigen Gang, ne? Dann können wir die wieder hinsortieren. Hier liegt noch so ein Stein. Der war da vielleicht auch mit bei beteiligt.
sicher, wir finden alles. So. Finger da nicht zwischenhalten. Wo knackeln die jetzt? Nirgendwo mehr. Alle wieder in ihre Bahn. Schrauben wieder ran. Fertig. So. Ich hatte die ganze Zeit, geht auf nicht, schon so ein Tickern immer, ne? Das kann ja schon damit zusammenhängen. Der hat aber auch getriggert, der tickert auch immer, tick, 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 tick. Aber jetzt haben wir es. Dieser Stein kann damit bei geholfen haben, dass das nicht so schön war, ne? So. Brauchen wir da mal rein. Pickup automatisch höher einstellen, hätte ich mal geknickt, Achse. Wieder laden drücken einfach. Dann haben wir es. Ne? Zapfwelle einschalten. Ja, ein kleines Tickern ist noch. Aber das soll uns jetzt nicht interessieren. Jetzt hat er auch wieder ein bisschen Vorsprung. Ne? Zwischendurch waren wir einmal abladen. Das hilft immer. Nicht mehr so allein, ne? Ja, mal gucken. Da noch bis nach da hinten, aber das ist überschaubar. Dann noch ein bisschen am Hof. Dann gucken wir mal. Irgendwann müssen wir auch noch mal so einen Vorführwagen haben. Ne? Schön Pörder. Hätte doch mal was. Irgendwo da hinten vor uns staubte das vorhin, da war auch so ein Drescher entgangen. Der 77, an dem wir vorbei sind, der auch noch in der Ferne war, der ist jetzt auch entgangen. Jetzt läuft's. Vormittag anfangen zu dreschen. Ja, das ist bei uns nicht so oft der Fall. Schön ein bisschen Ballett machen hier. Wie sammeln wir das ein? 3 Meter breit? Weiß ich noch nicht. Erstmal mittig drüber.
ich habe fertig. Okay, hat er da drüben mal einen Wagen? Oder? Ich denke mal, da drüben und im Wald ist ein Wagen. Ja, und der wurde doch erwähnt. Zum Abladen. Da schnurren wir das schön hin. Und dann haben wir es hier, ne? Neue zwei. Na du einer. Wir sind startklar hier. Mit unseren Paketen. Nee, du brauchst das nicht. Machst du denn? Gar nichts. So ein bisschen hinlegen auch dabei noch? So tun, als ob sie nichts tut. Ja. Wollen wir mit dem anfangen? Ja? Gut, aber scheint so. Musst du da mal deine Foto runternehmen, das wird sonst nichts. Ja, genau. Uns haben zwei Pakete erreicht und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, ne? Genau. Die Nase geht da ganz tief rein. Aha. Man weiß ja jetzt auch warum. Das hatte schon ein System, das Ganze. Steht jetzt nichts weiter drin. Aber es steht ja nichts Schlimmes drin. Hallo ihr Lieben. Bald nun ist es soweit. Am 15. Juli beginnt meine Reise mit dem Fahrrad nach Schweden. Ich habe bereits mit Axel auf Instagram geschrieben, dass ich euch gegen Abend besuchen kommen möchte und hoffe, dass ihr dann da seid. Vielleicht habt ihr ja einen kleinen Platz auf der Wiese, wo ich mein Biwak für meine erste Nacht aufstellen kann. Am nächsten Tag geht meine Reise über Fehmarn in Richtung Dänemark weiter. Anbei eine kleine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ist alles unversehrt bei euch angekommen. Ich schaue jedes Video von euch. Macht weiter so und bleibt, wie ihr seid. Vielleicht bis zum 15. Juni. Liebe Grüße von Norman aus MacPom. Genau. Sehr, sehr cool. Norman, vielen, vielen Dank erstmal für deine tollen Sachen, die du uns geschickt hast. Mit dem 15., wie gesagt, keine Gewähr, ne? Also ich bin schon da. Katharina, genau, wird da sein. Ich auf jeden Fall gehe davon aus, zum jetzigen Zeitpunkt, dass ich auf dem Acker bin. Weil da ist halt sehr viel zu tun, ne? Aber übernachten kannst du trotzdem.
Ja. Da kriegen wir schon ein Plätzchen hin, wo du dein Biwak-Ding aufstellst. Ich will ja wissen, wir können ja mal Zeit stoppen. Das kann ich ja mal aufnehmen. Können wir mal Zeit stoppen, wie schnell du dabei bist. Und dann ab Ende deiner Reise machst du es nochmal. Vielleicht bist du dann ja schneller geworden. Aber Biwak heißt doch, bin im Wald am Kacken. So. Und du bist gemein. Und wir haben hier gar keinen Wald. Wie willst du das machen? Doch, da unten noch ein Stück Wald. Ja, den hast du im Winter abgeholzt. Was soll ich das jetzt aufmachen? Ich mach parallel dem Hund mal was auf. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ach so. Das war schon irgendwas, was hier drauf stand anscheinend. Kamera, Autokamera. Ja, es wird ein Switch sein oder sowas. Guck mal. Ja. Ich hab das mal unten aufgemacht, wo man es natürlich immer aufmacht. Ich werde es mir noch mal genauer belauern, aber ich glaube, es ist das, was ich glaube, was es ist, weil es sind zwei Videoeingänge und ein Videoausgang. Also wird es ein Kameraswitch sein, mit denen wir Kameras umschalten können. Ach so. Und wir wollten ja aus 4, 5 Kameras machen und deswegen ist das auf jeden Fall ein Lösungsansatz, den wir weiterverfolgen werden. Richtig cool. Also super. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank für das tolle Geschenk. Ne? Ja, Wahnsinn. Guck mal hier. Fan, guck mal, die Flasche kenne ich noch gar nicht. Die ist neu. Die hat der Fan mal neu da reingemacht. Und Schucki? Schucki und Lade. Huhn hast du gehabt. So, und dann vielen, vielen Dank, Norman. Und dann haben wir noch Post gekriegt. Das ist auch so viel. Von Jörg und Silke, die waren schon mal hier. Das waren die mit dem Klotz, den du letztens benutzt hast. Und die haben hier... Genau, eine geballte Auswahl. Probier mal diese Pinsel aus. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, was das Verlieren der Pinselhaare angeht. Farbe aufbringen funktioniert ja bekanntlich immer mit jedem Pinsel, aber ob teuer oder günstig, aber wir wollen ja trotzdem keine Haare sehen auf den frischen, lackierten Flächen. Ist nämlich immer ärgerlich, sowas. Wenn du sie für gut befunden hast, melde dich einfach. Wir schauen immer noch eure Vlogs von Beginn an und auch immer bis ganz zum Schluss. Das ist schön. Richtig cool, richtig cool. Ihr macht das toll, ganz großes Lob geht auch an euch raus. Immer mit voller Begeisterung dabei und einfach immer sympathisch. Im letzten Jahr, klar, wart ihr zu Besuch, hatte ich eben gerade schon gesagt, mit diesem Holzklotz. Ganz liebe Grüße auch an dich, Axel, Katharina, Reiser und Fadi. Und von dem Unimog-Verrückten Jörg und Silke, macht weiter so. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Genau, vielen, vielen lieben Dank für die Pinsel. Zu dem Pinsel sei noch gesagt, haben nun viele gesagt, die streifen dir es erstmal über 80er Sandpapier oder so, um die losen Haare, die schon da sind, zu verlieren. Aha. Ein echter Maler verwendet keinen neuen Pinsel, sondern immer gebrauchte, weil da ist er sich sicher, da sind die Probleme machen. Und irgendeiner schrieb auch noch, habe ich auch noch gelesen. Nur ins Wasser legen? Genau, eine Nacht ins Wasser legen oder sowas. Kannst du ja auch haben, dass da drin was ist. Und durch die Feuchtigkeit quillt das natürlich auf und dann hält das natürlich besser. Ne? Also richtig, richtig tolle Tipps. Richtig, richtig cool. Und jetzt auch nochmal ein Satz Pinsel. Super lieb. Vielen, vielen Dank. Ne? Aber die sehen auch schon ein bisschen anders ja. aus. Richtig cool. Vielen Dank. Wir geben Bescheid. Wir werden sehen bei der nächsten Lackierung, wo die Reise hingeht. Ne? War auch übrigens, kannst du ja spritzen. Ja, sicher kann man das spritzen. Da muss ich erstmal 10.000 Planen aufhängen, damit ich hier den Nebel irgendwie loswerde und. Sonst sieht es aus wie in einer anderen Werkstatt mit dem Rot. Genau, sonst ist hier überall die Farbe, das ist ja auch doof. Und es ist so, dass das Ergebnis mit dem Pinsel vollkommen in Ordnung ist. Deswegen gar nicht erst den Aufwand betreiben, sondern mit dem Pinsel, ne? Sehr schön, dann haben wir es. Vielen, vielen lieben Dank. Für die schönen Pakete. Ja, vielen Dank für die lieben Worte. Das natürlich auch. Genau. Und dann hoffen wir, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Ne? Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.